Personalsituation, Martin Stoll, langzeitverletzt, Dominik Peit sitzt die fünfte gelbe Karte ab. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit, auch die Spieler, die im Laufe der Woche an Erkältung laboriert haben, sind wieder einsatzbereit. Zum Spiel selber, wir haben Paderborn analysiert, wir haben Paderborn abgehakt, wir haben dort nicht überzeugt. Dessen sind wir uns alle bewusst und wir sind alle der Meinung, wir haben was gut zu machen. Und das wollen wir hier gegen Cottbus tun. Cottbus hat eine ungemein gute Offensive. Sanogo ist wieder spielberechtigt, Stiepermann dahinter, auch aus dem Mittelfeld heraus mit Kruz Gabanovic, alles erfahrene, gute Spieler. Dementsprechend wissen wir, was uns hier erwartet. Doch ungeachtet des Gegners wollen wir natürlich hier unser Spiel machen. Wir wollen den Gegner viel mehr unter Druck setzen. Und das haben wir uns vorgenommen, das haben wir trainiert. Und so wie ich die Mannschaft die Woche erlebt habe, denke ich auch, dass uns das gelingen wird. Und dann hoffen wir natürlich hier auf den ersten Heimdreier. Wir werden alles dafür tun. Die Mannschaft ist heiß, wirklich diesen ersten Dreier zu holen. Und das werden wir morgen versuchen. Dennis Kempe hat jetzt nicht voll überzeugt nach seinem ersten Einsatz. Das wissen wir. Es kam aber erstmal zu dem Wechsel, weil Michael vorher auch Schwächen gezeigt hat in den Spielen vorher. Es ist also relativ eng da. Da behalte ich mir vor, bis zum Schluss zu überlegen, was ich tue. Da habe ich auch keinem gesagt, dass das Dennis Kempe spielt oder Michael spielt. Das ist eine Sache, die für mich noch offen ist. Das muss ich noch überlegen. Gaetan Krebs spürt noch ein bisschen was, aber wir haben noch einen Tag bis morgen zur Verfügung. Stand heute hat er es gemerkt und macht das vielleicht keinen Sinn, aber es ist einfach so, dass so Rückenschmerzen, die gingen so ein bisschen rauf und runter, dass wir den morgigen Tag auch noch abwarten wollen, ob möglicherweise da eine Verbesserung passiert oder nicht. Und zum Dritten im Mittelfeld, da haben wir zwei Kandidaten, die Gewehr bei Fuß stehen, das ist Silvano und das ist Kai Schwertfeger. Die Tendenz, das habe ich schon gesagt, geht Richtung Silvano, aber auch da weiß man nicht, was noch dazwischen kommt, aber die Tendenz geht dahin. Das ist eine enge Entscheidung. Dennis Mast hat ja schon gezeigt, dass er gute Ansätze hat und dass er das auch spielen kann. Manuel Torres hat sehr gut trainiert. Es ist auch eine Option. Das sind im Moment die beiden Optionen, die sich aufdrängen. Patrick Dulek hat schon mal außen gespielt, hat aber jetzt nicht die beste Woche gehabt. Park war auch krank die Woche, hat nochmal das eine oder andere aufzuholen. Also die ersten beiden sind die ersten Alternativen. Im Moment tendiere ich zu, dass das gut spielen wird, weil er einfach von seiner Präsenz her, denke ich, für uns wichtig ist, auch das mal Torgefahr hin, Torgefahr her, das Unterdrucksetzen des Gegners, dieses Gesamtkonzept, was wir haben, was uns erfolgreich gemacht hat, hing auch immer damit zusammen, dass die Stürmer gut anlaufen und auch den Gegner unter Druck gesetzt haben, und das ist uns in Paderborn gar nicht gelungen. Und deswegen muss man nicht immer nur die Torgefahr sehen oder möglicherweise Stürmertore sehen, sondern man muss auch sehen, was hat einen Wert für einen Stürmer, für die Mannschaft, für die Arbeit für die Mannschaft. Und da gehe ich im Moment davon aus, dass Kuhn auf jeden Fall spielen wird, weil uns das gefehlt hat gegen Paderborn. Und was ich dazu stelle, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass derjenige, der morgen im Mittelfeld spielt, Silvano, wenn er das ist, das so schwer macht, mir dann in der nächsten Woche zu entscheiden, was ich dann mache. Dass wir morgen gewinnen, dass wir morgen eine gute Leistung bringen mit den Leuten, die auf dem Platz stehen, und ich dann überlegen muss, nehme ich einen Peitz wieder rein oder nicht. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Und nicht, dass ich hoffe, oh, ich habe 11 Leute, mit denen muss ich durchkommen. Das funktioniert sowieso nicht.